Laia und Enkei fanden einen bisher unentdeckten Mond. Auf diesem Mond befand sich eine Mine. Und was für eine Mine? Sie war von gewaltigem Ausmaße. Mehrere Gebäude und Brücken fanden Platz in ihr. Und was sie erst recht besonders machte, war die Tatsache, dass sie scheinbar von Robotern betrieben wurde. Laia beschloss, ein Loch hinunterzuklettern. Doch unten angekommen, atmete sie giftige Gase ein. Sie war kurz davor, ohnmächtig zu werden, als ein Licht aufleuchtete. Somewhere new. My surroundings have changed. I had traveled the nebula in an eye blink. Am I alive? It wasn't possible, but Everest, I'd done it. NK? Not about, but this is Everest, isn't it? It saved me. The God saved me? It sent me home. I'd better take a moment to get my bearings, so I'm dizzy. Did I come here through the gate? It's a hopper. A long-distance hopper. I wonder if these things were how the ancients traveled the nebula. Maybe it has a line of sight to the mine. Set Boyuaki Refa. Cat Keys. Gemenya Mini Hua. It's failed again. Set Boyauki Refa. Kipenya. Yeni Hua Sale Katalaliti. Ja, okay, jetzt sind wir wieder in der Stadt. Und Laia, Elasra, there you are. My ethical core has been most concerned, Laia, Elasra. NK? How did you find me? I was told there to go by the Everest Gate, Everestian. So, the gate told you where to find me. Yes, Laia. Its core observed your arrival, of course. The gate believes that you belong to me. These old machines are obsessed with property and ownership. You're telling me the gate can think? It has a core, Gutter Red. As do you and I. I have no disuse you edge the gate from its hypnosis, Laia. It seems a useful state of affairs. A happy misunderstanding. I am content you are intact. I was not looking forward to finding myself another willing human. Should we leave now? Not just yet. Well, I hate it here. I will return to the ship and await you there. Okay. Ich habe kein Problem damit, mal kurz ohne NK rumzulaufen. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch mal kurz zu Tapi gehen. Und schauen, was er so anzubieten hat. Beziehungsweise, was du ihm natürlich anbieten können. Das ist ja immer ein Handel, wie wir wissen. Hallo Tapi! Laia! Come on in. Nein, wir gehen nicht sofort wieder outside. Erstmal reden wir mit ihm. Listen, Tapi.
Okay, wir können ihnen sowieso in die Artefakte zeigen. I want to show you an artifact. Oh, yes? This is a courier has hefty axe dating from ancient times. I could obtain one just like that on the slum street corner. You aren't dealing with some gutter rat trader here. An ancient time period red fragment of a pendant, then? Well, no. Still, I can most likely shift it, but not for much. A beautiful, unique piece. I might be able to make you an offer. Yes, this is it. A small book covered in incisive, indecipherable symbol. Along the spine are some of them. Okay. This is the end of a longer line of text. Dann setze ich mal schnell ein. Gucken, dass auch alles gut passt. Passt jetzt euch zum Ende. Das passt da gut rein. Dann haben wir hier noch das. Wir hätten noch ihm das. Kann man halt da einsetzen. Sehen, was dabei rauskommt. I've done something wrong. Okay, das fliegt raus. Gut. Dann haben wir hier this. Nein, Book hatten wir aber hier noch. Dann haben wir hier das Open. True. Dann noch das Off, natürlich. Schauen wir mal, ob das geklappt hat. I've done something wrong. Okay, was fliegt jetzt raus? Das Off fliegt raus. Alles klar. Dann packen wir jetzt hier this Book. Opens. Bro. Würde das passen? This doesn't feel right. Okay, was fliegt jetzt raus? Das Open fliegt raus. Alles klar. sehr, sehr viel Kram, der rausfliegt. Okay, erstmal hier. Through. This. Book. That's a lot of glyphs, but I think I must say through. Okay. This book through. Als erstes haben wir talk, set, came and glow. Rings, starlight, stars und gates. Im ersten banished, place and precious are related words. This book came through, glow through, talk through, set through, came through. Stars, glow through, came through gates, big of open, big gates, big stars, open gates, würde eher passen. Banished place, precious. Precious würde glow gut passen. Place came vielleicht, ne? Ich nehme came through gates. This book came through gates. That will do for now. I think this comes from the same source as the Chronicle of Masvai and the silver key I found earlier. This should help us locate the site of the ancient library of the loop. So, if you've seen the merchandise, the book for you is a red fragment of a pendant. Yeah. You have a deal. Damit können wir nämlich die Bücherei finden. Das würde dann gut passen. What a fine piece. Gut. Wir zeigen jetzt aber nicht noch mehr. It will take me some time to set up buyers for what you've given me, so
Anything more, let me consider another time when my eyes have recovered. Okay, ich wollte eh gehen. Tschüss, Tapi. See you later, Tapi. Take care of yourself out there. So, wenn wir jetzt Tapi haben, dann vielleicht nochmal eben ganz schnell zu Oroy. Ihr erzählen mit den Hoppern. Und danach geht's dann aber schon zurück zum Schiff. I have never had enough of this place. Und dann schauen wir mal, ob wir zur Bücherei finden, vielleicht. Okay, dann einmal kurz schellen. Gucken wir mal, wie lange Oroy braucht. Warten. Ah, immer dann, wenn ich eigentlich nochmal schellen will, dann back again. I found a site that's too far from the rivers to reach. Further than anywhere I've been. Of the rivers. I need a way to cross it. But without the rivers, there's no air to breathe, and the Nightingale can only hold so much. Sounds like you need a river, then. I'm sure people traveled there in the past. I found things made there that made it into the nebula. Well, maybe they had really big ships, big enough to grow plants on, I don't know. I thought you could make me some air tanks. I could fit them on the ship. How many? How much air? Enough for a day? For 2 days? You are going to cross empty space anyway. Rivers don't come and go because you ask them to. So you can't think of anything? What even is a river? You've said more than me. Where do they come from? Where do they start? Do you know? Some moons have uprivers. The rivers just come out of them. How does that work? Oh, they have wellsprings. The water is drawn off into space. The rivers flow out of the wellsprings. Well then, you just need to make a wellspring. Maybe the water goddess will help you. They worship the water goddess on Mercy. I was joking, Al. By the rivers and in dirt, what's wrong with you? You can't make a river any more than you can flip Everest onto its back. And even if you could, you couldn't tell it which way to flow. I'm telling you, what's out there is important. It's important to everyone. I know it is. Why? Help me go and get there, and I'll find out. This is ridiculous. It's fantasy. I'm sorry about your distant star, Al. But maybe, just maybe we're stuck down here with the rest of us for runs.
I found a strange shard of crystal. I thought you might be able to tell me what it is. I am a technic, not a mystic healer, so I don't know. Rest it on your belly and see if it helps you break wind. I'll do it tonight, maybe. Thank you, Aroy. Good to see you, Aroy. Okay, done. Be seeing you, Aroy. Take care of yourself. Meine Beziehung zu Aroy wird doch immer ein bisschen besser. Ist ja schon mal was. So. Machen wir uns jetzt aber auf den Weg zurück zum Schiff. Und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Entweder zur Bücherei, wenn wir sie schon finden können. Wenn nicht, dann erstmal zum Mercy eventuell. Aber eigentlich sollten wir jetzt genügend Teile haben, meine ich. Na, wir werden sehen. Erstmal back to the fields. Und dann geht es los. So. Da hat NK das Schiff gelandet. Sehr schön. Back to the ship then. So I left the surface of Alberez. Board the Nightingale. We returned to the ship and sprang up into the water. Entschuldigung, der Taste drücken, natürlich. Ja, also, passiert nichts. Okay, dann bewegen wir uns einfach. Ja. The Tile. The tile from outside the doomed market moon, where Amia had been stranded. And now it's broken, but it's still beautiful. You can see the brush marks from where it was painted. Hard to believe it, but every tile on that building was painted identically by hand. The human capacity for inflicting tendium is incomparable to me, Elia. Ist ja gut. So, dann time to move on. Time to move on. I will ready the tackle. Good. Ajax is the home of the university. Professor Miyari would want to know what we've discovered about the fall of Ajax. I could go in and tell him I meet Tuhaden Maki. And as always, I could show him some of my recent books and find text translations. I could go there next. Unknown ancient site hätten wir noch. Irma's Lost Observatory. The site of the ancient library. Wir haben noch nicht genügend. Shaped like ancient glyph. Was the moon within really libraries? The library hold knowledge of future past? We've currently found documentation. Would the key Mina gave me open the doors? But I don't know enough to find the site yet. We've taken a bearing to somewhere here from the open hatch of the crafted moon, and K believes this place couldn't be from K. Another artifacts I found this area among the oldest I've ever seen. But what's this place? No idea. I could look around and try to pick up more artifacts and cover the precise location. Or I could wait until I know something else. Also können wir da nicht hinfliegen? Ich würde gerne einmal versuchen, da hinzufliegen. Eagle Pass. Sailing to an unknown ancient site. Either of the branches ahead continues on to our destination. Sehr gut.
Aber wir geben direkt die Kontrolle an NK ab. Take the teller for me. Go and rest, Eric, buddy. So. Sind wir jetzt schon näher dran oder können wir gleich sofort die Kontrolle wieder abgeben? The way from here is through unknown waters, Aberration Red. Können wir in Wirklichkeit keinen Nettigkeitschor verpassen? Das wäre schön. Das wäre sehr schön. Irgendwie immer, wenn... Wenn wir sie nicht brauchen, wieder auf Six umschalten. Der war netter. Für uns. Nervig? Also auch nervig, aber netter nervig. Naja. Fliegen wir mal weiter. Wie weit sind wir denn jetzt entfernt? Ah, wir sind gleich da. Also zumindest im unbekannten Gebiet. Deswegen können wir auch die Kontrolle nicht mehr abgeben. Vielleicht finden wir auch unterwegs wieder Sachen. Das wäre natürlich auch nice. So. Gehen wir mal hier um die Kurve. Wunderbar. So, jetzt betreten wir die Vicinity of the Unknown Ancient Site. Our data suggests the Unknown Site should be in this vicinity. Schauen wir mal, ob wir irgendwas finden. Mal so ein bisschen Ausschau. The waters to the left seem curious. Dann fliegen wir doch mal links rum. You coming into your view up ahead on the left. It's kind of structure of some kind. Dann halten wir uns mal links. If there anything here at all? Ah, wir fliegen wieder raus. Das heißt, wir müssen uns rechts halten. Wir haben hier... paar Punkte. Gehen wir mal rum. The site must be hidden amongst the clouds, Aberration Fool. Ah, ist ja gut. This is an area of minor flow. Okay, rechts halten. Zweimal. Dann geradeaus. Our additional information has now placed us outside the search zone. Ja, wir sind jetzt gleich wieder in der Search Zone drin, keine Sorge. Steer right momentarily, Alaya. Ja, dabei. Ich hab schon gesehen. Zweimal rechts, dann geradeaus. So, jetzt sind wir zweimal rechts, geht's geradeaus weiter. Und dann unexplored run. Dahin. Navigate to Ruin. I feel like we're sailing through a cloud. In effect, Elia, we are. That's your winner. The particles we can see are ice particles. Suspend in what is left of the river here. A ruin. It is a ruin from ancient times, Elia. You should wait, Elia. I found an HW map just floating out there. And there's some writing. I mean, a map is good. Eine Map ist immer gut. Eine Map führt meistens irgendwo hin. This is the start of a fragment of a text. Übersetzen wir das mal schnell. Oder zumindest so gut wir können. Damit wir schnell weiterkommen. Haben wir noch? Oh, das hätten wir auf jeden Fall mal noch. Denn das. Was könnten wir noch? Wir können das noch einsetzen. Das würde da eigentlich gut reinpassen. Nehmen wir mal kurz Rivers erstmal. Dann haben wir noch das Off
das wir ein paar Mal einsetzen können. So. Ja, da wird auf jeden Fall erstmal was falsch sein. This translation is clearly incorrect. There must be another possibility. Ah, es fliegt raus. Ich hätte gerne gehofft, dass auch rausfliegt. Mir hätte ich nicht so oft einsetzen müssen dann. So, das kommt noch hier rein. Dann... das fliegt raus. Hier das One in dem Fall. Dann können wir diesmal auch tatsächlich das Hearts einsetzen. Dann halt das Off nochmal überall rein. Ich schätze mal, das Off wird gleich auch noch rausfliegen. Hoffe als nächstes. Alaya Alasra, the translation is clearly incorrect. There must be another prey thing. Nein, das Off, wieso nicht das Off? Ah, das war nerviger einzusetzen. So häufig. So, dann das da rein. Lives kommt wieder rein. Und jetzt wieder das ganze Off perma einsetzen. So. Das ist das ein 4-Ride. Nein! Wieso? Das jetzt will mich das Spiel aber auch ein bisschen ärgern, oder? Jetzt will mich das Spiel echt ein bisschen ärgern. Wieso nicht einfach das Off jetzt mal langsam rausstreichen? Das ist so ein... nervig. So. I've done something wrong. Okay, irgendwas ist falsch. Das bedeutet, die einzige Möglichkeit, die ich ändern kann, ist Wins. Der Rest sollte eigentlich bleiben, wenn nichts rausgestrichen wird. I've done something wrong. Okay, Winds fliegt auch raus. Jetzt kann ja nur noch Rivers rein. Lives. Is. Dann setzen wir das off mal ein. Aberration, the translation is clearly incorrect. There must be another possibility. Aber er streicht nichts mehr raus. Das ist gerade echt problematisch. Irgendwelche dieser Offs müssen rausfliegen. Glaube ich. Also nicht. Ich dann noch irgendwas anderes einsetzen? Nein, ich kann nichts anderes einsetzen. Ich kann halt höchstens noch hingehen, das austauschen. Das wäre noch möglich. Ist das ein 4-Ride? Ja, das X fliegt jetzt auch raus. Super. Ein tolles Spiel. Keine Ahnung, was du mir noch damit sagen willst. The translation is clearly incorrect. There must be another possibility. Nee, der streicht nichts raus. Keine Ahnung. Ich versuche das ein andermal. No idea. I'll ask Juan to see it when I go back to the university. Ja, das ist eine Möglichkeit natürlich. Dann fliegen wir jetzt mal hier. Ja, erstmal da rein. He thinks this comes from the place we are after. What must be near? This should make the exact stop we are looking for easier to find.
It feels too good to be back on the real river again. So, wir sind jetzt drin. Dann fliegen wir jetzt die nächste Ruine an. Haben wir denn, eigentlich muss ich nur... Ah, den kann man auch nicht hin navigieren, weil wir noch keinen Flusslauf da entlang haben, ne? Dann gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Wie? Can you see it? Okay, die Antwort lässt auf sich warten. So, how do we find it? I've no idea. Okay, wenn der Fluss jetzt erstmal hier lang führt, fliegen wir zu dem da hinten. Erstmal. I suggest we look. Ja, was machen wir denn die ganze Zeit? Okay. There's a path in the water. The sparkles appear to be settled by our passing. We are sweeping them away as we sail. Wir nähern uns dem Punkt. Eine langsame Passage auf jeden Fall. Aber wir fliegen da auf etwas zu. Sieht so aus, wie immer, wenn wir irgendwo gelandet sind. I think we found it. Let's go down. An unknown ancient site. This is all a sign that I found. We made our way between ancient clustered trees. The air seemed to hang from their branches, dank and heavy, like wet cloth. We found something. This place is thriving. What are we expecting to find here? What lies in the heart of forest? Water! Ja, hat Enkel recht. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Viel, viel lebhaft, also von der Natur her lebhafter als alles, was wir bisher gesehen haben. There's a way down through here. It's cold. The mist. I've not seen mist like this since Mercy. That's interesting. Here. Curved marks. Grooves. In the stone under the moose. Overlapping like the scale of a snake. Tracks? From some kind of enormous stone grinding creature. They will be from the blade of whatever tool dug in this canyon, Aberration Dog. Also, I cannot think of anything capable of carving the scale. Do you think this canyon was dug? Naturally. Entropy creates planes, a liar. The river's wind. Water does. Really? Water cannot carve a canyon. Even a simple dam can hold it back. Schauen wir uns auf jeden Fall hier mal ein bisschen weiter um. Und schön auch wirklich alles anschauen, damit wir eventuell Punkte, die wir näher ansehen können, nicht übersehen.
You won't get stuck in a bush, will you? I will pick my way forward somehow, Elijah. And please try not to trip over your feet. We are not the first to come this way. Look, something has been scratched into the rock and highlighted by the moon. This one is a broken fragment from an even longer phrase. Oh nein, so viele Wörter. Oh Gott. Ah, setzen wir erstmal alles ein, was geht von vorne an. Ja, das vorpacken wir dann halt später rein. Das passt dann jetzt hier noch rein. I've done something wrong. Wer hätte es erwartet? So, das Off fliegt schon mal raus. Hier fliegt jetzt das Off raus. Ja, toll Spiel, danke. Danke, danke. So, hier. Vor, noch rein. Das. This doesn't feel right. Das fliegt raus, sehr schön. Dann, River. Myself. All. Or close. I've done something wrong again. Das myself liegt raus. Alles klar. Dann haben wir jetzt water. Or here. For close. Water for all flows here. Das würde sogar passen, theoretisch. I can add my translation for flows to my dictionary now. Perfekt! Passt ja noch besser. Water for all flows here. By the stars. That was a long one. I don't see any water here. Hope I'm not walking in circles, Entschuldigung. Into cycles. Not fallen branches. Almost entirely overgrown, but not cried. They've been worked. Joined together with nails and screws. Shaped, planed, weighted, like a kind of part of a ship of some kind, maybe. Perhaps Elia Elasra. But it does not resemble any ship hull I've seen before. So it's old. Perhaps. Or perhaps it is something else entirely. I cannot imagine a boat of this size catching the wind effectively. Would anyone trust themselves into such a ship? I brushed away dirt and scraped away the moss. It's a golden sextant, carved with the impression of a circle. I would guess it dates from the earliest days of the nebula. This comes from the same location as the golden sextant we found on the ancient forest moon. But this, I'm sure, comes from somewhere impossible distance. Possibly distant. Does that mean this place was like the ancient sign distance? Perhaps linked directly? Okay, wieder eine etwas längere Übersetzung. Setzen wir mal ein. Wir fangen wieder vorne an. Wir streichen nach und nach die Wörter raus. Vorher war fast schon dann jetzt nicht mehr. Nope. Arzt passt aber dann rein. Das Sail passt nach hier vorne. Haben wir noch das Act. The translation is clearly incorrect. There must be another phrasing. Das Act fliegt raus, okay. Dann müssen wir es allerdings... Ja, wobei wir behalten unsere Technik bei jetzt erstmal. Behalten die Technik jetzt erstmal bei. Also das Harz wird noch eingesetzt.
Dann das Sail. Mal sehen, was jetzt rausfliegt. Das da ist ein Fairite. Das Goddess fliegt raus. Okay. Haben wir jetzt noch das End. Das With. Remember. Heart. Sail. Alaya, that translation is clearly incorrect. There must be another possibility. Whip fliegt raus. Wunderbar. Nicht sehr viel. Also, das bringt uns nicht sehr viel weiter, dass das rausfliegt, aber wir versuchen es natürlich trotzdem weiterhin. I've done something wrong. Das Harz fliegt raus. Okay. Dann haben wir jetzt noch das End. Remember. Sail. Jetzt das Your. Ist das ein Fairite? End fliegt raus. Forever. Remember. Sail. Your. Ah! Haha! That isn't the word for forever. Okay. Gut. Remember, sail. Your. Als erstes, together, within, back und beyond. Swing people over a sail und mother. Und here, now und again. Fangen wir mal wieder vorne an. Related words. Ahead, empire, never. Remember, sail. Together, within, back. Your, beyond your. Also beyond your, within your, together your, cell together your. Klingt nicht gut. Within your overseer. Nee, Swing. Vielleicht doch nicht within. Within. Together, back. Ich versuche das erstmal. Remember, say within your overseer now. I'll look at it again later. Vielleicht kann uns auch da helfen. I hazard in that this comes from the same place as the frog shank and the chisel we found before. This will make the observatory Renbar was looking for easier to locate. Effect. More symbols here. Ah, es ist aber kurzes. This is two words, not one. But where does one word end and the other start? Versuchen wir es mal so. Ah, water! Next garden field under. Place serpent withering. Water field, water garden. Das würde auch wieder alles passen. Water garden. Wir nehmen erstmal water garden. Does water garden work? Does it tell us what this place is? I don't think it does. I cannot imagine such a ship surviving this reaches of space, Alaya. But from this coloration, I would say this boat has been in the water. There's something through the trees over there here. A statue. I knew there would be something here. Interesting. The trees parted into a clearing around a listing statue. By all the wake and waters. Nice to see a familiar face. Look at the base she's on. It couldn't be more different than the setting on MRC.
Also, perhaps the shape of that one was made to match this. More like the rams and panels on the created moon than anything like here. Is it some kind of mechanism? Perhaps, are you suggesting it rotated Aberration so she could look around? I was thinking of the engineering. But if you were going to make the base that spins, perhaps it would look like this. Undoubtedly, a liar. After all, the goddess would no doubt tire of looking at the same tree. Shards of glass at her feet. And the hole going down into the mechanism. Whatever this was, it's filled in with dirt. A lamp, perhaps? Jester? Could be. It's certainly gloomy between all these trees. Oh, I would love this thing. She'd want to take it apart, board by board. There's an inscription here. This one ends of a fractured fragment of text. Okay, dann mal wieder einsetzen. Passt nach da. Dann das Rift passt natürlich hier nochmal überall rein. Das Harz passt nach da. Eck passt nach da. This doesn't feel right. Divine fliegt raus, okay. Ja, ich versuche das mal jetzt mal wirklich gut zu lösen. Goddess, Gott, weil es ist ja die Statue von einer Goddess. Goddess, water for, Goddess demands, blows, gives, tells. For long, blessing, line, nebula. Heart let off. Ich würde sagen, gives, water for, long. For nebula, for line. Big jewel wins. Nebula? Könnte gut passen. Goddess gives water for nebula. Does giving water mean distributing it? This obviously water here. Did they believe the goddess shared this moon's water with the rest of the nebula? Metaphysical explanation for the existence of Wellsprings. Na, wo wir ja vorhin noch mit Aura drüber gesprochen haben, ne? There's another disc on this side, but this one's intact. Reminds me of something we've seen before. If I can just remember what. Can you remove the glass, Empress NK? Alright, Alaya. Move out of the way. There. I can't make anything out down here. Why don't you move away from the opening in Mabuhil? There's a strong radiation emanating from the opening. Radiation? Outside your visible spectrum, but it is there. Its signature is very familiar. Evidently, it's the radiation generated by a hopper, and this is a hopper source similar to the one at the Withering Palace. Ah, vielleicht finden wir da einen Ersatz für dich. A hopper? Out here? Are you saying it's still active? Yes, a liar. A hopper is only emitting when it is active. Something below the ground is being transported right now, even as we speak. Line of sight. That's right, isn't it? A liar, please, what are you doing?
Will it hurt me? Eventually, Alaya and Lasra, your palm is both reflecting and absorbing the radiation. Wait. Alaya, you've broken something. What kind of something? I can't see properly. I am detecting deep movements. Echoes from below. I don't like the sound of that.